Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich mich für ein geiles Jahr 2021 bedanken und ich werde euch sagen, was so meine Zukunftswünsche fürs Jahr 2022 sind und was so geiles auf meinem YouTube-Kanal geplant ist. Das Ganze werdet ihr sehen gleich nach dem Intro, also dranbleiben lohnt sich. Intro ab! Also gut, Leute, ich hätte gesagt, ich fange erstmal damit an, dass ich mich für das geile Jahr 2021 bedanke. Ein riesen Dankeschön geht raus an jeden, der auf meinem YouTube-Kanal, wie auch auf meinem TikTok-Kanal immer aktiv mit dabei ist, der jeder meiner Videos bzw. meine Livestreams schaut. Kuss geht raus an jeden, der das macht. Und ja, ihr seid auf jeden Fall extrem krass. Wir haben 2021 extrem viele Abonnenten auf TikTok wie auch auf YouTube gemacht. Und ja, das ist einfach unvorstellbar. Das hätte ich vor einigen Jahren gar nicht gedacht. Ich mache ja TikTok und YouTube seit 2 Jahren ungefähr, ein bisschen länger ja schon. Und ja, Leute, damit hätte ich wirklich nie gerechnet und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr erstaunt, dass ich sowas überhaupt erleben konnte oder erleben darf, ja momentan immer noch. Das ist auf jeden Fall gigantisch viel, Leute. Danke auf jeden Fall für euren ganzen Support. Danke an jeden, der auch Mitglied ist hier auf dem Kanal. Danke an jeden, der mein Merch gekauft hat, in echt wie auch in Roblox, weil ihr könnt ja diesen Roblox-Merch, kurz Werbung in einer Sache, ihr könnt diesen Roblox-Merch hier in meiner Roblox-Gruppe ja, kaufen für 5 Robux. Und ja, ich wollte mich auf jeden Fall, wie schon gesagt, ganz schön bedanken, Leute. Danke für so ein krasses Jahr. Und ja, ich habe auf jeden Fall in Zukunft ganz schön viel geplant. Jetzt kommen wir nämlich zum Jahr 2022. Und ich muss kurz schauen, wie diese Stage hier funktioniert. Achso, okay, perfekt. Also 2022 wird es ein paar Veränderungen geben. Und zwar das erste, was es geben wird, es wird keine Abonnentenanzeige mehr auf meinem YouTube-Kanal geben. Ich werde die Abonnentenanzeige einfach abstellen. Das hat einfach den Grund, ja, ich finde irgendwie, dass nicht jeder wissen muss gleich, wie viele Abonnenten jemand hat. Also wenn jetzt jemand auf den Kanal geht und sieht dann gleich, ah, der hat 2500 Abonnenten oder sowas. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht so gut, weil ich werde irgendwie, ist mir schon aufgefallen, nach meinen Abonnenten beurteilt. Also viele schreiben rein, oh, du bist voll cool, obwohl du nur so wenig Abonnenten hast. Aber ich finde 2000 Abonnenten schon sehr, sehr viel. Ja, also ich glaube, ich habe momentan 2400 Abonnenten. Ein riesen Dankeschön wirklich an jeden, der hier abonniert hat. Viele sagen halt immer so, ja, mit 2000 Abonnenten, du bist noch so klein, aber warum bist du so cool oder so? Oder andere sagen, ja, du bist irgendwie so groß, können wir mal ein Video machen, aber nur wegen meiner Größe, so, ich weiß nicht. Man wird irgendwie sehr oft nach den Abonnenten halt irgendwie eingeschätzt und das finde ich halt irgendwie ein bisschen blöd und so und finde ich auch nicht so schön und deswegen werde ich die Abonnenten abschalten. Ihr werdet aber trotzdem erfahren, jetzt wenn ich irgendwie 3000 Abonnenten habe, ich werde trotzdem irgendwelche Abonnenten-Specials machen, also jetzt hier, ich weiß nicht, 4000 Abonnenten, wie schon gesagt, 3000, 5000, also Special wird es ganz normal geben, so wie immer, dass ihr Bescheid wisst und ja, das ist auf jeden Fall nur das, was ich sagen wollte. Es wird keine Abonnentenanzeige mehr geben und ja, das ist auf jeden Fall auch ganz schön, glaube ich so und ist auch eine gute Lösung. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie halbwegs irgendwie nachvollziehen und ja, das ist auf jeden Fall geplant. Das ist so ein bisschen, also ich weiß nicht, ein bisschen negativ vielleicht, aber ja, ich finde es, also für mich ist es positiv, für manche ist es vielleicht ein bisschen blöd, aber wie schon gesagt, ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ja, das nächste ist auf jeden Fall, was ich 2022 ändern wird, also ja nicht ändern, aber was ich auf jeden Fall vorhabe, ist vielleicht irgendwie mal ein paar andere Games noch zu zocken und zwar vielleicht, dass ich weiß nicht, eben, ja, oder sagen wir mal, jeden Monat oder so, ja, mal ein anderes Game zocke, so, ich weiß nicht, mal GTA oder mal wieder Fortnite oder vielleicht mal Minecraft oder sowas, nicht immer Roblox-Content, also Roblox wird weiterhin irgendwie mein Hauptgame sein, also das wird es immer weiter so geben, so wie jetzt, aber es wird halt, sagen wir mal, vielleicht 1 oder 2 Streams im Monat geben, wo ich jetzt halt, ich weiß nicht, irgendwas anderes halt zocke oder auch mal Simulationsspiele, ich habe so viele verschiedene Spiele auf meinem PC, ich habe davon ein paar schon damals mal gezockt, ein paar können sich wahrscheinlich noch dran erinnern und ja, deswegen, also ich will auf jeden Fall mal ein paar andere Games noch bringen und ja, ich hoffe, ihr seid da auf jeden Fall auch mit dabei und es ist nicht so blöd. Ich weiß nicht, ob was ihr besser findet, ob ich nur Roblox weiterhin bringen soll oder ob ich halt, ja, ich weiß nicht, andere Spiele auch noch bringen soll. Ich persönlich finde es irgendwie so besser, einfach aus dem Grund, weil ich ja irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie immer so einseitig, ich weiß nicht, ich finde Roblox auf der einen Seite finde ich schön, ist wirklich ein geniales Spiel, deswegen ist es ja auch irgendwie immer das Spiel, was ich immer spiele, aber ich finde irgendwie so, an manchen Tagen so, habe ich irgendwie manchmal nicht so Motivation, irgendwie das Game zu zocken. Also, ja, und deswegen habe ich schon irgendwie vor, dann auch mal ab und zu ein anderes Spiel zu spielen. Oder auch mal ein anderes Spiel mit Freunden oder sowas, dass ich so ein Spiel vielleicht mal mit Sophie spiele oder halt auch mit anderen Freunden, wenn die Bock haben. Und ja, deswegen gibt es auch ab und zu auch jetzt dann andere Games, dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Und ich muss kurz schauen, dass ich diese Stage hier schaffe, weil irgendwie ist sie gerade ein bisschen schwierig. Ah, jetzt, perfekt, es funktioniert. Ich dachte schon, ich schaffe
schafft die jetzt nicht. Oh, das wäre so auch noch mies, so die ganze Folge noch an dieser einen Stage. Oh, das wäre nicht so gut. Aber ja, gut. Das wollte ich auf jeden Fall bloß sagen. Und das wird sich auf jeden Fall ändern. Sonst bleibt einfach alles gleich. Es wird auf jeden Fall noch andere Formate geben. Ich habe auf jeden Fall auch vor, Leute. Jetzt kommt nämlich wieder Special of the Special. Es wird nämlich mein eigener Song bald kommen. Also, ich habe auf jeden Fall vor, irgendwie so einen Song zu machen. Ob es jetzt ein Roblox-Song wird oder ob es irgendwie so ein Song wird über meinen YouTube-Kanal. Ich weiß es nicht. Mal schauen, wie das Ganze wird. Ich brauche erstmal einen eigenen Beat und sowas. Also, das Ganze wird wahrscheinlich eh erst Ende des Jahres sein oder sowas. Aber ich habe es auf jeden Fall vor und es wird einfach lustig. Egal, ob es dann am Ende gut oder schlecht wird, ich werde ihn trotzdem rausbringen. Es ist so eine Art Just-for-Fun-Projekt, wenn ich da jetzt ein paar Masse sollte. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so böse. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Bock, irgendwie mal so einen Song rauszubringen. Irgendwie habe ich da Lust drauf. Ich weiß nicht, das habe ich mir eigentlich schon 2021 vorgenommen, aber es ist irgendwie nichts draus geworden und ja, jetzt wird es 2022 auf jeden Fall was, weil das habe ich mir auf jeden Fall als Ziel gesetzt. Ja, das wollte ich auf jeden Fall auch noch sagen und ja, das war glaube ich auch alles, was ich sagen wollte in diesem Video. Das wären auf jeden Fall irgendwie meine, ja, Vorsätze fürs nächste Jahr. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich noch irgendwas anderes dazu kommen, deswegen lasst euch überraschen, aber das ist auf jeden Fall das, was ich so grob weiß. Ja, was auf jeden Fall auch noch ein Ziel ist, was mir gerade noch einfällt, ist, dass ich, ja, auf jeden Fall die 4000 Abonnenten oder 5000 Abonnenten schaffen will. Wir haben ja dieses Jahr, glaube ich, 2000 Abonnenten gemacht, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist auf jeden Fall extrem krass. Also auf YouTube meine ich jetzt. Auf TikTok, da sind wir über die 10.000 gekommen. Also das war sensationell, also da kann man gar nichts anderes sagen. Aber ich rede jetzt von YouTube. Von YouTube 2000 Abonnenten, vielleicht schaffen wir nächstes Jahr irgendwie auf die 5000 hoch. Also da fehlen uns dann nur so ungefähr 3000. Das schaffen wir schon, Leute. Also ich glaube auf jeden Fall dran. Und ja, denkt dran, Leute, schön abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr auf jeden Fall meinen Content feiert. Kurze Eigenwerbung. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall bloß sagen. Ja, das wird es auf jeden Fall so ungefähr geben auf meinem YouTube-Kanal. Also so, das ist auf jeden Fall das Ziel. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr tut mich hier unterstützen auf diesem Weg. Ihr seid immer noch weiterhin aktiv, auch wenn ich mal kein Roblox-Video oder kein Roblox-Livestream bringe. Ich hoffe, ihr seid trotzdem irgendwie bei Fortnite-Livestreams oder so dabei. Ja, ich habe auf jeden Fall auch vor, Leute, das weiß Sophie aber noch nicht, ich wollte auf jeden Fall noch irgendwann mit ihr vielleicht mal ein GTA 5 Roleplay-Video machen. Vielleicht kommt das auch irgendwann mal. Oder so ein Roleplay-Livestream. Da hätte ich auf jeden Fall voll viel Bock drauf. Und ja, mal schauen, ob das irgendwann kommt. Werden wir sehen. Aber das ist auf jeden Fall auch so ein Ziel von mir, was ich auf jeden Fall ja machen will. Ja, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, Leute, was so in der Zukunft alles auf meinem YouTube-Kanal passieren wird. Und ja, ich hätte gesagt, Leute, das war's mit dem Video. Kommt gut ins neue Jahr, auch wenn kein Silvester ist. Und ja, ich hätte gesagt, Leute, ciao, euer Action-Wolf. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Haut rein und ciao!